Ja, Olli, kannst du mal ein Profi-Dartboard empfehlen oder überhaupt ein gutes Dartboard? Eine Frage, die ich sehr häufig kriege und ich finde es recht interessant, also diesen Begriff Profi-Dartboard. Denn was genau kennzeichnet jetzt ein professionelles Dartboard? Etwa, weil man damit Profis im TV spielen sieht? Oder steckt dahinter so ein gewisser Anspruch an Haltbarkeit, Verarbeitungsqualität und so weiter? Ich vermute mal Letzteres. Wobei natürlich, wie haltbar oder gut jetzt ein Dartboard ist, nicht ausschließlich vom Preis abhängig ist, das ist eine Komponente, aber natürlich auch, wie häufig und mit welcher Art von Spitzen und so weiter wird das bespielt. Darum ist es schwierig, da Pauschalaussagen zu treffen. Aber mittlerweile habe ich ja einige Dartboards ausführlich getestet, habe einige verglichen, auch mal geschaut, wie verschiedene Dartboards bei mir nach einem Jahr aussehen. Ich habe auf Turnieren oder bei Events gesehen, welche Dartboards gespielt werden. Von daher denke ich, kann ich einfach mal so ein paar Erfahrungswerte reingeben und damit vielleicht ein kleines bisschen bessere Orientierung geben aus der Fülle an Angeboten. Ich beziehe mich in dem Video und in rund 20 Dartboards, über die ich hier was sagen möchte, zu weit mehr als der Hälfte auf Dartboards, die ich selbst bespielt oder auch schon zum Review gehabt habe, also wirklich getestet und die sich in Teilen, wie gesagt, gruppieren lassen, weil dahinter eigentlich ein selber Anbieter steht, beziehungsweise White Label Boards, die dann einfach umgelabelt werden auf die jeweilige Marke. Und manch einer wird sich vielleicht noch erinnern können, es gab auch mal das Check Darts Magazin, Ausgabe 1/22, wo ich ja zum Beispiel auch versucht habe, objektive Kriterien für Dartboard-Tests zusammenzufassen. Und hier war unter anderem das Winmore Blade 6 Triple Core, als es dann für die PDC zum regulären Spieler-Dartboard wurde, mit dabei. Da gab es eine entsprechende Testnote, genauso wie zum Beispiel auch das Unicorn Eclipse Ultra. Ein Dartboard, was ich jetzt nicht mehr hier habe, aber seinerzeit halt genauso ausführlich getestet. Auch im Vergleich zu den normalen Blade 6 Varianten und so weiter. Target Aspar genauso mit dabei. Dazu habe ich auch ein Einzelreview auf dem Kanal. Und seinerzeit noch angekündigt, das Bulls Focus 2 Plus. Naja, ich habe es euch ja gerade eben gezeigt. Habe ich noch hier. Winmore ist bei den Bladed Dartboards Marktführer und das mit deutlichem Abstand. Topmodell ist das Winmore Blade 6 Triple Core Carbon. Ein sehr gutes Dartboard, aus sehr hochwertigem Sisal gefertigt und auch nach intensivem Bespielen jetzt weit über ein Jahr immer noch absolut in Ordnung. Farben prima, Spinne prima, nicht so zerfressen, Singledrähte kriegen keine Wellen und die engen Felder Triple Double ziehen sich nicht gerade. Darts stecken zuverlässig im Board, ganz gleich, ob du glatte Spitzen spielst oder solche mit Board Grip. Und allzu viel Sisal zupft sich hier auch nicht raus. Das Triple Core Carbon ist auch das Dartboard, das die Profis auf dem Circuit spielen mit den PDC-Logos. Ja, und wenn du genau das Board auch haben möchtest, musst du dafür eben schon tief in die Tasche greifen, denn mit 95 Euro ist das wirklich Top Class. Den lasergeschnittenen Zahlenring gibt es auch nur exklusiv beim Triple Core Carbon und nicht nachzukaufen. Ist aber auch ein kleines Manko, denn wenn du hier als Anfänger-Hobby-Darter die Zahlen triffst, dann gibt das Hard Bouncer, weil der Draht abgeflacht ist und der Dart nicht links rechts dran vorbei kann. Dadurch kann der Ring auch mal Wellen kriegen und abspringen. Aber wie gesagt, eigentlich soll es ja auch das Board treffen und weniger den Ring. Aber ein Kaufkriterium ausschließlich wegen dem vielleicht schönen Zahlenring auf den ersten Blick sollte das nicht sein. Etwas preisgünstiger und damit auch Referenz für alle anderen Dartboards ist das Winmore Blade 6 Single Core für 60 Euro. Gleiches Sisal, klar als Single Core, gleiche gehärtete Spinne, auch genauso dünn, zum Beispiel beim Bullseye-Draht, der um 25% dünner im Single und Double Bull ausfällt, aber eben mit einem Standard-Zahlenring, dafür das Ganze dann für 60 Euro. Und wer das Gefühl hat, so ein Single Core ist vielleicht nicht ganz so haltbar und das Triple Core ist mir zu teuer, der kann genau auf die Mitte ausweichen und holt sich das Winmore Blade 6 Dual Core. Das ist dann insgesamt ein bisschen fester, weil da zwei Sisalkerne verpresst sind, die Spitzen dringen dann nicht ganz so tief ein und damit auf Dauer ein bisschen haltbarer. Hier kann ich dann auch schon mit dem Gruppieren anfangen, denn dieses Dartboard, das Nodor, ist identisch zu einem Winmore Dartboard. Red Dragon und Winmore gehören zu Nodor. Und darum sind zum Beispiel die Nodor Dartboards, hier noch das Super Match 3, was einem Winmore Blade 5 entspricht. Oder jetzt die neuere Variante, ein Nodor Super Match 5, was einem Blade 6 Single Core entspricht, absolut identisch. Gleiches Sisal, gleiche Farben, gleiche Dicke der Spinne, gleicher Zahlenring, gleiche Befestigung. Aber beim Winmore gibt es eben mit dem Blade 6 ein noch Dual- und Triple Core Modell. Bei Nodor hat man sich auf die Single Core Variante beschränkt.
Und wenn ich mir nochmal ein Winmore Dartboard holen sollte, habe ich schon gesagt, dann glaube ich, werde ich nicht auf das Triple Core nochmal gehen, sondern einfach das Single Core Modell. Weil ich finde, für 60 € gibt es hier wirklich ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis und als Home Dartboard, wenn du das auch nicht mega intensiv bespielst, absolut ausreichend. Auch Unicorn, keine unbekannte Marke, denn die waren zuvor 25 Jahre lang der Dartboard-Sponsor der großen PDC-Events. Das Topmodell bei Unicorn ist das Eclipse Ultra, auch ein sehr gutes Dartboard von den Profis bespielt. Und hier wirst du jetzt noch teils Restbestände mit dem PDC-Logo da drauf finden oder die neuer produzierten Dartboards vom Eclipse Ultra dann ohne PDC-Logos. Was bei Unicorn immer hervorsticht, ist ein bisschen weicheres Dartboard, aber mit einem satten Klang, schönen intensiven Farben und dem digitalen Zahlenring. Finde ich persönlich vom Ablesen her einer der schönsten Zahlenringe, gerade durch den schwarz eingefärbten Draht und die weißen Zahlen. Und auch hier kannst du sogar Zahlen nachkaufen, die entweder ein bisschen größer sind und damit einfacher abzulesen, oder es gibt auch einen Zahlenring, wo die Zahlen mehr oder weniger nicht auf dem Kopf stehen, sondern alle ganz gleich gut lesbar ausgerichtet sind. Ebenso ein Dartboard mit einem, finde ich, soweit fairen Preis-Leistungs-Verhältnis ist das 180 Gladiator 3 Plus. Das ist so rund 10 € günstiger zu bekommen als zum Beispiel das Blade 6. Und das wird ein Dartboard sein, das du auch in vielen Vereinsheimen und so weiter sehen wirst, denn 180 bietet diese Dartboards auch im 4er, 5er Pack an. Das heißt, es wird relativ preiswert dann für Vereine rausgegeben. Und ist zu dem Preis, finde ich, auch vollkommen in Ordnung. Kleineres Manko bzw. Anfälligkeit bei dem Gladiator 3 Plus ist, wenn du hier krasse Spitzen spielst und dann auch noch in übler Frequenz das Dartboard malträtierst, dann kannst du hier auch richtig Sisal rauszupfen. Und die Spinne neigt leider dazu, gerade in den engen Feldern, Triple wie Double, dass die sich gerade ziehen. Da geht der Bogen raus. Und das kannst du dann auch vom Oki-Abstand durchaus wahrnehmen. Das Bulls Focus 2 Plus in etwa in der gleichen Preisrange wie das 180 Dartboard, aber ich finde insgesamt mit mehr Mankos. Ist vom Sisal her qualitativ nicht ganz so dolle, bisschen dichter gepackt, ist etwas härter, aber, und das kennen viele auch auf vielen Turnieren, auch das ganz normale Bulls Focus 2 schon bespielt, da flutschen und rutschen einem sehr, sehr gerne auch die Darts dann wieder raus. Dazu ist die Spinne beim Focus 2 Plus hier nicht ordentlich eingelassen, das ist mal ein bisschen enger, mal ein bisschen weiter von den Feldern. Und noch gar nicht mal so intensiv bespielt und man sieht schon erste Verfärbungen im Fünferfeld, also es dunkelt sich ab. Der Singledraht schlägt Wellen, Sisal kann man relativ schnell rauszupfen und die Felder ziehen sich gerade. Und das finde ich sind insgesamt einfach zu viele Mankos, als dass ich hier 50 € gerechtfertigt finde. Zumal, und hier geht es wieder los mit der Gruppenbildung, ich zum Beispiel deutlich günstiger das McDart Scopus Master Dartboard kaufen kann, was nichts anderes als eben dieses Bulls Dartboard ist. Du siehst es am Zahlenring, aber eben leider auch mit den gleichen Mankos. Ich krieg schnell Wellen im Singledraht, Verfärbung in den hellen Feldern. Doppel- und Triple-Felder ziehen sich gerade, wenn die wirklich intensiv bespielt werden und du das Board nicht regelmäßig rotierst. Und hier kriegst du auch eher schon mal Boards, wo zum Beispiel das Bullseye von vornherein nicht mittig eingeschlagen ist. Und das mag manchmal auf den ersten Blick noch gar nicht so wirken, aber spätestens wenn du das Dartboard drehst, siehst du auf einmal den roten Bullseye-Punkt wandern. Und das finde ich persönlich bei so einem Dartboard sollte das so nicht sein. Bei Kicks Lightning Pro will ich eigentlich nicht viele Worte verlieren. Das ist ein scheußliches Dartboard, hatte ich auch schon mal in einem Videobeitrag. Das ist noch nicht mal bespielt, sieht einfach grundweg in jeglicher Hinsicht schlimm aus. Aber glaubt man nicht, dass das super preiswert war. Ich glaube, um die 50 € habe ich seinerzeit trotzdem dafür bezahlen müssen. Willst du trotzdem manchmal ein anderes Dartboard als immer nur den, ich sag mal, Winbow Standard? Geht mir auch so und das ist ja nicht immer rational, aber auch das Shot Bandit ist nach meinem Dafürhalten ein gutes Dartboard. Das ist ein optisch wunderschön gemachtes Dartboard, hat mit die dünnste Spinne von allen Dartboards auf dem Markt, auch was Bullseye anbelangt. Super abzulesener Zahlenring, der von innen geklemmt ist, da springt nichts ab. Und das Sisal ist auch mega, mega haltbar. Der reguläre Preis liegt ein bisschen höher, in etwa so auf dem Niveau eines Blade 6 Dual Core. Würde ich auch von der Sisal-Dichte und Festigkeit ungefähr damit vergleichen. Hält auch sehr, sehr lange. Ich habe zwei von diesen Boards. Das ist jetzt die neuere Variante. Das andere habe ich auch schon seit über einem Jahr bespielt. Das ist nach wie vor auch in Ordnung. Wenn ich mir so ein Shot Bandit neu kaufe, dann gucke ich immer, dass es im Angebot ist. Dann gibt es auch so um die 60 bis 65 € und dann finde ich den Preis dafür absolut in Ordnung. Denn ein Manko, was die Shot Bandits ganz klar haben, ist, dass der Singledraht Wellen schlagen kann. Das ist zum Beispiel auch bei dem relativ neuen Dartboard jetzt hier der Fall, weil ich es noch nicht gedreht habe, dass das jetzt hier in der Single 20 unten ganz leicht schon eine Welle nach außen kriegt.
Wenn man es dreht und wieder ein bisschen anders bespielt, kann sich das legen. Das ist meistens auch nicht ganz so intensiv und auch nicht auf allen Single-Feldern. Dafür bleiben zum Beispiel die engen Felder Triple und Double in ihren Bögen. Also da zieht sich zum Beispiel nichts gerade. Und auch das Sisal senkt sich nicht ab. Die Spinne bleibt genauso eben einfach auf diesem Dartboard. Weshalb ich, wenn jemand sagt, ich möchte mal was anderes als ein Winmow spielen, durchaus auch mal das Bandit in die Wahl gebe. Alternativ gibt es zum Beispiel, und auch hier wieder Gruppierung, ist identisch mit dem Bulls Advantage 501. Also auch hier kannst du mal schauen, welches dir von der Optik vielleicht besser gefällt, denn grundlegend ist dasselbe Dartboard, nur ein bisschen anders bedruckt. Und vielleicht kriegst du das eine oder das andere hier und da mal ein bisschen günstiger. Von Schott selber gibt es noch das Warrior Outlaw, heißt das, ist dasselbe Dartboard wie das Bandit, nur ein bisschen mit einem Muster bedruckt. Das hat sich aber nicht ganz so verkauft und von daher kriegst du das auch so für um die 60 Euro. Das Mission Samurai Infinity sieht auf den ersten Blick schön aus, wenn man es kauft. 60, 70 Euro ist es meines Erachtens aber nicht wert, kann ich auch nicht empfehlen. Zum einen hatte bei mir das äußere Single Bull direkt schon mal so eine Eindellung, gut, das kann schon mal vorkommen. Trübt dann aber schon mal das Erlebnis. Die Spinne an sich ist sonst relativ flach eingedrückt. Allerdings siehst du auch hier schon sehr schnell Verfärbungen in den hellen Feldern. Das sieht wirklich unschön aus. Und der Singledraht bei mir schon in manchen Feldern schlägt richtig schöne Wellen. Dazu hatte ich beim Rausziehen der Pfeile irgendwo mal so einen kleinen Schmerz. Das war, glaube ich, nicht bei der 6, sondern genau hier drüben bei der 11 und der 8. Also da ist die Spinne auch extrem scharfkantig. Und obwohl ich das Dartboard jetzt noch gar nicht so lange hier hängen habe, man sieht es eigentlich an dem Feld, was vorher die Triple 20 war. Ich habe es ja schon drehen müssen, denn hier fing ich schon an, erste Sisalfasern oder da oben auch ein kleines Büschel mit rauszuziehen. Und das bei noch nicht mal richtig krassen Spitzen. Und es sind für mich einfach Mängel, die sich da relativ schnell zeigen, wo ich sage, deswegen eben ein Winmow. Ist halt immer die Referenz, weil du genau diese Mankos da nicht hast. Und dann zeige ich hier nochmal zwei typische Dartboard-Varianten. Auch vom Einstiegspreissegment, links das McDart Scopus Master, das wie gesagt eigentlich ein Bulls Dartboard ist, aber eben zum günstigen Einstiegspreis von 35 Euro. Und rechts ein White Label Dartboard, die gibt es auch als sogenannte NPQ Dartboards. Die einen sagen Near Perfect Quality, die anderen sagen Not Perfect Quality. Das heißt, das sind auch von bestimmten Marken Dartboards, die eben ungebrandet und ohne Label rausgegeben werden. Ich habe das zum Beispiel als Designer Pro ohne Markings gekauft. Auch im Preisbereich 35, 40 Euro. Von der Qualität, ich sag mal, das ist halt einfach Kategorie befriedigend bis ausreichend, aber dafür eben auch mit die günstigsten Preise, die du für so ein Bladed Sisal Dartboards bezahlen kannst. Und diese Dartboards werden aber gerne, wie gesagt, bei White Label dann nochmal mit einem Logo oder sonstigem bedruckt. Mal der Zahlenring von dem einen auf das andere getauscht, dann wirkt es schon mal etwas anderes. Aber in der Kategorie kann man die relativ gleich gruppieren. Das sind vor allen Dingen dann die Shop-Eigenmarken, wie beim McDart das Scopus Master oder beim Dartsturm das Oblivion. Bei Dartfieber das P9 Hero heißt es so schön, wobei da gibt es dann nochmal mit einer Dartboard-Halterung. Das ist zum Beispiel wieder gleich oder identisch mit dem Bulls Shark Pro. Da nochmal eine kleine Kategorie höher, deswegen kostet es zum Beispiel 45 Euro. Und das gleiche gilt zum Beispiel auch für so Dartboard-Namen, die einem nicht so häufig begegnen. Die aber auch zum Beispiel auf Instagram habe ich jetzt eine schöne Werbung dazu gesehen, nämlich das Goat Everscore Next Level. Ja, hochtrabender Name, 55 Euro soll das Dartboard kosten. Aber ganz ehrlich, das entspricht von der Qualität und Haltbarkeit auch genau dem, was ihr hier gerade im Bild seht. Und darum braucht ihr da an sich auch nicht mehr als 35 Euro auszugeben. Maximal 40 würde ich sagen und dann ist es gut. Dafür haben wir hier, wie gesagt, Einstiegs-Dartboards, die halt vom Sisal nicht die Top-Verarbeitung haben. Die sind oftmals ein bisschen härter. Das heißt, du kannst hier und da ein bisschen öfter mal Bouncer kriegen. Wenn du dann rauere Spitzen einsetzt, dann pflückst du schon mal ein bisschen mehr das Sisal raus. Wie gesagt, der Draht kann Wellen schlagen. Die Triple, die können sich gerade ziehen, auch die Double. Das sind dann eben die Kompromisse, die man hier aufgrund des niedrigen Preises eingeht. Willst du es einen Ticken besser, vielleicht mit anderem Design oder von einer Marke, dann bist du im Preisbereich um die 50 bis 54 Euro bei einem 180 Gladiator 3 Plus oder zum Beispiel auch dem Target Esper. Das hat halt einen schönen Zahlenring, keine Markings, alles schön symmetrisch. Dafür ist es ein sehr, sehr hartes Brett. Von der Sisal-Qualität da halt einfach auch nicht so dolle. Weswegen meine Empfehlungen in Bezug auf Dartboards, die ich selber jetzt wirklich gespielt, getestet und so weiter habe, immer danach gehen. Ausgangspunkt ist für mich ein Winmow Blade 6 Single Core, 60 Euro, machst du nichts verkehrt.
haben die meisten, spielen die meisten, wirst du vielfach sehen. Willst du ein bisschen was anderes haben? Naja, man könnte sich zum Beispiel nach einem Nodor umgucken. Wie gesagt, ist gleich zu einem Winbow. Hängt da einfach von den Preisen ab. Der Rest ist dann, glaube ich, eher so eine gewisse Markenaffinität oder halt so Optik, die man ein bisschen anders haben möchte. Und so kommt man dann eben zu einem Bulls Advantage 501 oder in meinem Fall einem Shot Bandit, dass das ein bisschen fester auch nochmal als Bandit Duro gibt, also auch mit zwei Sisalkernen. War mir aber zu fest, ich finde die Bandits sind da vollkommen ausreichend. Und das ist dann wiederum genau die Preisklasse eines Winmo Blade 6 Dual Core. Und wo ich selbst ja auch schon sagen muss, da muss ich mit so einem Shot Bandit hier und da kleinere Qualitätskompromisse eingehen. Das gleiche gilt erst recht für das Mission Infinity Samurai oder umgekehrt Samurai Infinity. Das ist für die 60 bis 70 Euro viel zu teuer. Bei einem Unicorn Eclipse Pro Ultra finde ich nach wie vor auch ein sehr schönes Dartboard, super geiler Zahlenring, schöne Farben. Das hat für sich auch einen ganz eigenen Style und ich finde nach wie vor auch ein sehr gutes Dartboard. Und alles darüber hinaus, auch preismäßig, da zahlst halt einfach auch wirklich für den Namen und dann für die PDC-Logos, wenn es jetzt um das Blade 6 Triple Core Carbon geht. Meine Meinung. Okay, viele Dartboards, viele Marken, aber ich denke, soweit auch ein ganz guter Querschnitt durch das aktuelle Angebot. Und es gäbe noch viel, viel mehr, ja, aber im Kern basieren sie alle auf wenigen Anbietern und Herstellern. Denn ganz grob ist da einfach ein Winmo und die sind Platzhirsch und Marktführer auch in den entsprechenden Preissegmenten. Dann gibt es ein 180 und dann gibt es ein Bulls. Bulls auch nochmal in den niedrigen Preissegmenten und darauf basieren dann ganz, ganz viele White Label Boards. Ganz grob, denke ich, kann man auch Preisbereiche festmachen als Einsteiger oder Gelegenheitsspieler. Ohne allzu große Ansprüche oder einfach mit ein bisschen schmaleren Budget würde ich sagen 30, 40 Euro. Kriegst du ein Sisal-Dartboard, musst ein paar Kompromisse machen, aber auch nicht mehr ausgeben. Willst du regelmäßig, trainierst du, willst vielleicht auch auf den Boards spielen, die in Spielstätten oft vorhanden sind, dann bist du bei 50 bis 60 Euro und landest sehr wahrscheinlich bei einem 180 Gladiator 3 Plus oder eben einem der meistverkauften Dartboards, das du überall sehen wirst, dem Winmo Blade 6. Hast du etwas höhere Ansprüche, willst du ein bisschen was anderes, was Besonderes haben, dann liegt der Preisbereich zwischen 65 bis 95 Euro. Nach meinem Dafürhalten, auch da finden sich tolle Dartboards, aber das geht auch schon so ein bisschen eher in Richtung, man gönnt sich's halt mal, ist so ein bisschen Luxus. Wenn dich interessiert, wie so Dartboards nach einem Jahr Bespielen aussehen und ob man die dann immer noch zum Kauf empfehlen kann, dann schau gerne mal in dieses Video rein. Wenn du wissen willst, wie man sein Dartboard in richtiger Höhe, Abstand und so weiter nach Turniermaßen aufhängt, dann schau mal in folgendes Video. Danke fürs Reinschauen, Feedback sehr gerne unten in die Kommentare. Na und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli.